Der Bürgerkrieg der Marvel-Helden liegt noch nicht lange zurück und auch die lustigen Outtakes von den Dreharbeiten zum Film lassen uns nicht vergessen, dass die Avengers jetzt ein zerrütteter Haufen sind. Natürlich wissen wir, dass sie sich im Kampf gegen Thanos wieder zusammenraufen werden, aber werden sie dann noch die gleichen sein? Wird Steve Rogers, nachdem er ja in Civil War seinen Schild zurückließ, noch Captain America sein? Laut den Regisseuren von Civil War haben wir mit dieser Szene etwas wirklich Schwerwiegendes erlebt. Captain America lässt seine Identität zurück. Steve Rogers ist nicht mehr Captain America. Ist der Cap damit jetzt Geschichte? Before we get started, does anyone want to get out? Nein, natürlich nicht. Wie alles in der Comicwelt ist auch ein Captain America nicht wirklich tot zu kriegen. Damn right. Obwohl Steve Rogers im Moment ja schon einer der heißesten Kandidaten dafür ist, im Infinity War sterben zu können. Doch selbst dann wäre Captain America noch nicht tot, aber dazu später mehr. Dass Steve Rogers sein Schild hinschmeißt und Captain Americas Identität von sich weiß, ist nichts Neues. Schon in den Comics hat er das getan. In Captain America Nummer 180 aus dem Jahre 1974 muss Captain America erkennen, dass ein ranghohes Mitglied der amerikanischen Regierung in Wirklichkeit der Anführer der Terrorgruppe Secret Empire ist. Diese Organisation war dafür verantwortlich, Hydras Aktivitäten vor SHIELD geheim zu halten. Mit diesem Comicheft arbeitete Marvel auch die Watergate-Affäre auf, denn der Anführer der Terrorgruppe war dem damaligen Präsidenten Richard Nixon nachempfunden. Desillusioniert von dem System, dem er sein Leben gewidmet hat, legt Steve Rogers das Kostüm von Captain America ab. Avengers-Kollege Hawkeye ist es zu verdanken, dass Rogers nicht auch das Heldsein an den Nagel hängte. Und so wird Steve Rogers zu Nomad, dem Mann ohne Heimatland. Als Nomad tritt Rogers nun für Recht und Ordnung ein, allerdings ist diese Karriere extrem kurzlebig. Nach nur 4 Ausgaben kehrt Rogers zu seinem alter Ego Captain America zurück. Ihm ist nämlich klar geworden, dass er für Amerikas Ideale einstehen kann, ohne blind irgendwelchen Anführern gehorchen zu müssen. This isn't freedom. This is fear. Fürs MCU dürfte die Nomad-Geschichte aber sicherlich zu unspektakulär sein. Immerhin ist es einfach nur ein Captain America in einem anderen Kostüm. Dennoch steht fest, dass Steve Rogers im Moment nicht mehr Captain America ist. Aber Steve Rogers hat Tony Stark am Ende von Civil War ja auch versichert, dass er immer für ihn da sein wird. I could do this all day. Einmal könnte Steve Rogers ja auch noch da sein, zumindest vertraglich gesehen. Denn angeblich läuft Chris Evans' Vertrag mit Marvel nach 3 Captain America und 3 Avengers-Filmen aus. Bleibt jetzt also nur noch ein Avengers-Film übrig, weswegen sehr viel darüber gemunkelt wird, dass Cap der erste große Avenger sein könnte, der den Infinity War nicht überlebt. Und auch das ist ja schon in den Comics vorgekommen. Da stirbt Captain America sogar direkt nach dem Civil War. In The Death of Captain America wird Steve Rogers von Sharon Carter erschossen, die wir ja auch als Nichte von Peggy Carter aus den vorangegangenen Filmen kennen. Allerdings erschießt Carter Rogers nicht aus freien Stücken, sondern ist unter Hypnose. Der Tod des Superhelden trifft die Avengers und die Welt schwer. In dieser Zeit überlegt Tony Stark kurzzeitig, Hawkeye zum neuen Captain America zu machen. Doch ein Brief von Steve Rogers bittet ihn, den Winter Soldier als Captain America auftreten zu lassen. Und dass Bucky auch im MCU die Nachfolge von Steve Rogers antreten könnte, ist gar nicht so verwerflich. Immerhin durfte er ja auch schon im ersten Captain America einmal das Schild halten. Und wenn erst einmal seine Gehirnwäsche vollkommen aufgehoben ist, kann Bucky wieder voll und ganz für das Gute kämpfen. Steve Rogers könnte also wirklich am wahrscheinlichsten im Kampf gegen Thanos sterben. Das Aus von Captain America muss das aber noch lange nicht bedeuten. Ein Nachfolger für ihn, der in seinem Namen kämpft, kann immer gefunden werden. Und wie wir ja auch wissen, in Comics zu sterben heißt noch lange nicht, dass man wirklich tot ist. So starb auch Steve Rogers in den Comics nicht wirklich, nur sein Bewusstsein wurde durch Raum und Zeit katapultiert und nach einiger Zeit gelang es ihm auch wieder, seinen Körper zu beherrschen. Daraufhin wurde er später sogar auch zum Direktor von SHIELD. Selbst wenn Chris Evans also als Cap aufhören würde, könnte er uns dennoch in Phase 4 treu bleiben. Was haltet ihr von diesen Möglichkeiten? Könnt ihr euch Bucky als Captain America vorstellen? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn ihr mehr über Captain Marvel oder Thanos erfahren wollt, dann schaut euch diese Videos an.